So, liebe Leute, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu Gaming with Ben. Heute spiele ich ZombiU. Und ja, ich muss heute ehrlich mal gestehen, das Ganze spiele ich heute blind einmal. Ich habe es vorhin schon mal 2 Minuten angezockt. Und ich komme mit der Steuerung noch übelst nicht klar. Aber ich werde mein Bestes geben, ich werde mir hier den Spielstand nochmal löschen. Wenn man von vorne anfängt. So, normal Überlebensmodus, normal Modus. Okay. Ja, normaler Modus reicht. Wenn ich einen auf den Sack kriegt, dann schon im normalen Modus. Nicht im Leicht, das wäre peinlich, ne? Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen, und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Ja, und wenn ihr euch heute fragt, warum sieht denn die Qualität eigentlich so komisch aus? Heute wird direkt ausgenommen aus dem Wohnzimmer. Der Postbote kam heute, ich habe ihm das Paket direkt aus der Hand gerissen, ihn aber nochmal schön in die Fresse geschlagen und dann gleich reingerannt, um es zu unterschreiben. Und natürlich gleich die Video angeschmissen und losgezockt. So ungefähr ist es abgelaufen, um ca. 80% war davon bloß gesponnen. So, das sieht wohl aus wie der Hauptcharakter schon. Und ich muss zugestehen, ich spiele jetzt wirklich blind hier jetzt. Ja, du. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Ach du Scheiße. Zu viele. Jo. Oh, Zombies. Ich geh schon. Kann er auch rennen hier? Wo rennt der? Warum ist es so dunkel hier auf einmal? Renn. Oh, ich geh mal hier rein. Kann ich hoch? Oh. Was ist das denn hier alles? All das? Dann kommt hier infiziert, ne? Jo. Ganz klasse. Verbarrikadieren oder öffnen. Auf das Gamepad. Ach, Taschenlampe habe ich auch. Ah. Also soweit das Gamepad. Das Licht lockt Infizierte an und du brauchst die Batterien. Naja, dann macht das halt wieder aus. So, und zwar, also das Gamepad ist soweit mein Rucksack sozusagen, ne? Womit ich meine Sachen verwalte. Ich will natürlich keine Infizierten so anlocken, ne? Ich muss ja trotzdem was sehen ein bisschen. Der bestimmt übelst. Batterien 96. Das ist mit der Steuerung, da muss ich noch ein bisschen lernen. Oh. Da vorne stehen sie schon. aber die Grafik ist schon fett irgendwie. Bin ich jetzt entkommen oder bin ich tot? Ah, es war schon, ich muss sagen, es gefällt mir. Rettungsschwimmer. Nein, ich weiß nicht warum. Glaubst du nicht? Aber ich wusste schon lange. Ich hoffe, es geht noch. Ah, ich habe gerade eine Karte aufgenommen. Ja, mal sehr gut zu sehen. Auf dem Gamepad. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Auf dem Klo ist ein Generator. Ich habe auch meinen Generator immer auf dem Klo zu stehen. Weil ich sonst keinen Strom habe auf Klo. Für mein elektronisches Klopapierspender. Ich sehe gar nichts. Ist ja alles so dunkel und dunkel. Aber das werde ich gleich haben. Ah, es werde Licht. Ja, ja, ja. Hab ich auch ein Spiegelbild hier? Ich bin ein Vampir, ich habe kein Spiegelbild. Verdammt! Also ein Spiegelbild hätte ich jetzt schon erwartet von dem Video irgendwie. Wenn die PlayStation 2 das schon kann oder PlayStation 3 das auch kann, dann hätte ich das von dem Video sowieso erwartet, aber na gut, schwamm drüber erstmal. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. So, und wenn ihr jetzt eine Frage habt, wird das jetzt ein ganzes Let's Play? Nein, es wird kein ganzes Let's Play, sondern nur ein kleines Let's Test, kann man sagen, oder Let's Fun, oder wie ihr halt möchtet. So, finde den vorigen Überlebenden. Überlebenden, ja. Ja, bei ZombiU spielt man nicht wirklich nur eine Person, weil jetzt müssen wir den letzten finden, ne? Das müssten wir gewesen sein eigentlich gerade. Und warum ist es dunkel? Achso. Ich habe ja die Taschenlampe dabei. Den letzten Überlebenden. Und warum muss ich den finden? Achso. Eigentlich hätte ich darauf gar keine Lust, den letzten Überlebenden zu finden. Und der will bestimmt nichts Gutes von mir. Wie wär's mit einer Waffe? Taschenlampe, eine Taschenlampe ist natürlich auch eine richtig geile Waffe. Kannst mit einem K.O. schlagen höchstens. Ah. Cool, man kann hier rüberschneiden. Kann ich hier irgendwas machen? Oben drüber. Aha. Ja, so wird's gemacht. Schöner Plan. Das ist meine Taktik hier. Einmal zur Erklärung. Kreuze, Kreis. Reicht, glaube ich, vollkommen aus. Ja. Ich habe irgendwie keine Lust, diesen Gang entlang zu gehen. Wenigstens ladet sich die Taschenlampe automatisch auf. Sonst stehe ich bald im Düstern, im Dunkeln. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Ich sehe einen Zombie. Ein Zombie, also hier oben in der Ecke, da muss der letzte Überlebende sein. Und den werde ich doch locker finden, oder nicht? So, das heißt, ich müsste hier runter irgendwie. Ach, da ist der letzte Überlebende. Hand auf den Kopf. Hand auf den Kopf. Meinst du, der ist tot? Ach, nochmal einmal. Einmal geht immer. Wo liegt Waffe? Ach, hier ist noch was. So, den Rucksack werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aktion abgeschlossen. So, guck aufs Gamepad. Ah. Rucksack. Ach. Cool. Hier die Funktion des Rucksacks einmal. Hier ist mein Rucksack. Einmal schön runterziehen. Und das ist jetzt meine Waffe und alles, was ich drin habe, schön ist. Und das wird natürlich auch sofort verpackt jetzt einmal. So, mal gucken. Und zwar, ich nehme einmal... Perfekt. Geh sparsam mit der Munition um und lerne schnell nachzuladen. Ah, schnell nachladen? Ja. Ich gebe mein Bestes. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Ich will den Ort gar nicht sauber halten. Können wir nicht einfach eine Atombombe schmeißen und dann ist alles weg? Aufheben müssen, da noch. Ah, Bretter. Bretter hat er noch mitgenommen. Können wir mal gucken, ne? Könnt verbarrikadieren oder bereite dich vor. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Kehren Sie zum Safe-Haus. Ach, ich muss gerade schlafen. Das ist ja geil. Gehe ich mit Waffe oder mit Paddel? Paddel? Waffe. Paddel? Hm. Ach, wir machen das mal hier in schönen Shaun of the Dead Style jetzt erstmal. Wir nehmen den Paddel. So, ich muss ins Safe Room. Die Action, die Spannung ist nicht aufzuhalten. Ne? Nicht auszuhalten. Ne? Ist hier Safe Room? Das ist Safe Room? Ach, hier bin ich schon im Safe Room wieder. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Okay. Ich glaube, da ist nichts Gutes drauf jetzt. Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt auch noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hängt. Cool, hier habe ich auch so eine Videoüberwachung. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Hier ist noch der Schlafplatz. Ich kann dir das eine oder andere. Hier nehme ich immer meine Let's Plays auf. An den 4 Monitoren. Hier habe ich noch ein paar kleine Laptops. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Von ehrlich? So, auf jeden Fall, bevor wir hier Feierabend machen, möchte ich natürlich noch ein paar Infizierte tot kriegen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal gleich in den vollen Action-Modus rein. Und zwar, wir können ja mal gucken. Ach, K-Karte. Scheiß drauf. So, wir gehen jetzt mal mit dem Paddel voraus hier. So, und zwar... Wir werden jetzt nur ein paar gucken, wo die nächsten Zombies sind, die kurz machen und dann ist, denke ich mal, auch das Let's Play oder Let's Test oder Let's Fun auch vorbei, da meinen Kameramann die Arme schwach werden. Aber es ist nicht weiter schlimm. So. Warum ist es dunkel auf einmal? Welchen Zug nehme ich denn? So, auf geht das. So komme ich schon ein bisschen klar mit der Steuerung jetzt erstmal. Komm, komm. Ich mach mich doch wohl nie alles. Kann ich nicht jetzt raus auf die Straße? Moment, ich öffne die Rolltore. Ja. Sehr weit geöffnet. Danke. Jetzt nur noch kriechen. Mann. So. Was macht das hier zu? Ob wir den nochmal sehen werden? Ah, guck mal. Das ist ja geil. Da muss ich doch mal hinjumpen, ne? Aber erstmal an den Kisten festhängen bleiben. Das ist ja geil. Schau fürs Gameplay. Ah, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Das ist ja... Ich check mein Radar nicht. Wie soll ich das machen? So. Er steht neben mir, oder? Ach, scheiß drauf, ich mach das jetzt um. Da kommt der erste Paddelkönig. Hier. Oh. Ich spiele gerne Cricket, auch mit meinem Kopf. Oh, Grafikfehler. Obwohl wir gerade ein Update gemacht haben auf die neueste Version. So, machen wir mal ein bisschen Licht an, damit ihr auch was erkennen könnt und nicht nur ich. Ey, ich kann sogar plündern. Cool. Schön den BH klauen erstmal. Das ist doch wohl... Keycard. Ja, ich brauche eine Keykarte, aber ist nicht voll sehr schlimm. Aber hier würde ich erstmal sagen, hier ist Endstation. Und hier ist auch Endstation für das Let's Play, Let's Test, Let's Fun. Ich weiß noch nicht, wie ich das soweit nennen werde. Und ich werde mich nochmal einen Spaß machen mit den Zombies. Und wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder bei Gaming with Ben. Ich war euer Ben. Reingehauen und bis dann, ihr Zocker.